Und ich nehme einfach direkt wieder auf. Hilfe, ja, es ruckelt. Ich nehme direkt wieder auf. Willkommen zurück bei Let's Play Dead Space Blind. Mit mir, mit Ari. Und hier tröpfelt es. Komisch, von oben. Weiß ich nicht. Halbleiter Gold. Wow. Oh, shit. Ja, gut. Mit unserer Primärwaffe. Ich kann nicht sehen, wo das... Wow. Das war mies. Gut, direkt zum Anfang dieses Parts. Jetzt habt ihr direkt schon etwas Spaß gehabt, nehme ich an. Bäh, und das ist ja alles so... Dieses scheiß Gewebe. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt genau getroffen habe. Ich nehme an, zweimal, aber ich habe... Wie oft habe ich geschossen? Nee, siebenmal habe ich noch nicht. Ich glaube, ich habe dreimal geschossen, oder? Ich glaube, einer ging daneben. Ich will gar nicht erst wissen, was wirklich passiert, wenn man dann da reinkommt. Wenn das Vieh einen dahin zieht. Hier spricht Temple, stellvertretender Chief Engineer. Ich komme hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier, nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. So, und ich trinke gerade brennend heißen Bratapfeltee und musste irgendwie feststellen, dass es mich so vom Geschmack her irgendwie an Zimt erinnert. Habt ihr auch schon mal Bratapfeltee getrunken? Also ich habe es vor ein paar Wochen schon mal getrunken, aber da hat das überhaupt nicht so geschmeckt. Don't believe their lies. Read what they are really saying. Ach, das ist... Aha! A, B, C, D, E, F, G, H, E, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Scharfes S, was? T, H, D, B, L, L, T, R, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, das wäre natürlich auch sehr interessant, wenn man damit wirklich mal alles, naja, sind leider verwischt. Wenn man damit aber wirklich mal die Sachen entziffern würde, die da überall stehen, hier zum Beispiel an den Wänden. Nee, aber das machen wir jetzt nicht. Das wäre zu zeitaufwendig. Eintritt Schwerelosigkeit. Hier kommen später bestimmt noch wieder Viecher raus. Ich weiß nicht, die Teile kann man eigentlich genauso gut als Gegner-Spawner sehen. Hä? Ach, du bist noch gar nicht tot. Okay, merken. Kopflos ist nicht gleich tot. Das gilt auch für die Viecher. Gut, und wow, wie viel hier ist, das ist ja ekelhaft. Ah ja. Ah ja. Aha. Elektrizität. Wow. Müssen wir hier überhaupt hin? Autsch. Okay, zu lange gewartet. Ich habe gehofft, das würde etwas länger andauern, aber da wir das natürlich nicht abgegradet haben mit unseren Energieknoten, ist es nicht so gut gewesen. Ach nee, und jetzt ist es wieder so eine lange Ladezeit. Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde das einfach verschnellern. Genau. Oh, gut. Gut, 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 dann halt nicht. Hier spricht Temple. Schon wieder. Stellvertretender Chief. Bla 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 bla.
Ja, gut. Hey, woher kommen denn die Zeichen? Huh, die kennen wir ja noch gar nicht. Gut. Oh, damit könnte man ja vielleicht auf die Idee kommen, die ganzen Sachen hier zu entziffern. Aber nee, das machen wir jetzt nicht. Eintritt Schwerelosigkeit. Machst du irgendwas, Heini? Ach, oder du bleibst... Machst du eigentlich irgendwas? Hier, machst du Schaden? Oder bist du nur Deko? Ich glaube, du bist nur Deko, wa? Aber trotzdem darf man die Munition an dir verschießen. Das ist nicht so nett. Das ist... Da ist Elektrizität. Das heißt... Ach nee, nicht das. Da, der. Zip. Nee, Moment. Hä? Von dir komme ich doch. Ach scheiße. Dann war das ja doch richtig. Hier hin zu springen. Ist dann nur die Frage, wo lang da? Darüber irgendwie. Okay, dann machen wir jetzt mal hinne. Machen wir es jetzt mal schneller. Dann springen wir da durch. Und hoffen, dass wir hier sicher sind vor dem. Na komm, wo bist du? Wo bist du? Da. Gut. Schön und gut. Man überhaupt auf diese Stacheln drauf springt. Und her damit. Okay, Munition haben wir dafür nicht mehr. Ne, die Strahlenkanone, die nehmen wir nur, wenn der Gregor spielt, ne? Der Gregor, der spielt gerade schön Pokémon, ne? Ja, so wie es sich gehört. Bin ich hier jetzt überhaupt auf der richtigen... Interessant. So weit aus der Entfernung. Wow. Rein. Luftprobleme. Wo bist du? Du Asthmatiker. Da. Wieso lässt er nichts fallen? Pinata! Los, gib mir Süßigkeiten! Me is hungry! Na? Juhu! Ach, das macht irgendwie voll Spaß. So, kann man so Baseball auch spielen? Na komm! Juhu! Und auf welches Feld kommt er? Auf die Linie. Aber eher auf das untere Feld. Ja. So, die lassen ja nichts fallen. Ja. Was sollen wir hier jetzt eigentlich? Das war nur eine Nebenaufgabe, ne? Ja, scheiße. Das heißt, wir sollen wieder zurück.